Manchmal gibt es Lieder, wo sehr breite Akkorden sind. Dieser Akkorden ist nicht einfach zu greifen, wenn man nicht genug große Hand hat. Ich gebe dir einen Tipp, was du in diesem Fall machen kannst. Hier zum Beispiel, in dem Lied I Giorni von Ludovica Einaudi gibt es zwei Akkorden, die richtig breit sind und Intervalle zwischen erster oder tiefster und höchster Ton bilden eine Dezima, Abstand von 10 Tonstufen. Ich kann das nicht spielen. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Was kann man stattdessen machen? Mit Pedal dieser Akkord arpeggiert spielen. Das bedeutet Töne nacheinander, ganz schnell. Oder man kann diesen Ton eine Oktave tiefer spielen, ja, hier. Das klingt aber nicht so schön in diesem Lied. Oder statt Dezima, Abstand zwischen 10 Tonstufen, eine Oktave spielen. Das bedeutet, dass wir D verlieren in diesem Fall. Und wir haben H oben, H unten und mittlere Ton. Ich habe mich für die dritte Variante entschieden. Ich werde diese Akkorde in Oktaveabstand spielen. Arpeggio zu dieser Stelle passen einfach nicht. Musik verliert seinen Charakter. Und ich hoffe, dass Ludovica Einaudi mir das verzeiht.